Paul Gude Basketball, ich bin zurück, natürlich am Montag mit dem neuen Move Monday. Wir gehen nochmal ans Dribbling. Ich habe ja schon verschiedene Moves da auch erklärt, vom In-N-Out bis hin zum In-N-Out-Konter. Ihr könnt hier überall nochmal klicken und euch das angucken. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Thema, was auf jeden Fall Bestandteil eures Trainingsplanes sein sollte, wenn ihr Point Guard seid oder wenn ihr verstärkt am Ballhandling arbeiten wollt. Und das sind sogenannte Combos. Es ist gut, manchmal auch spielsituativ, nicht nur ein oder zwei Handwechsel gut drauf zu haben, sondern bestimmte Kombinationen, die ihr dann ohne großartig nachzudenken einfach so abrufen könnt im Game, wenn ihr sie braucht, um euren Gegner zu schlagen oder einfach den Ball sicher zu führen. Ich zeige euch heute ein paar Kombos. Zuerst macht ihr die stationär und wenn ihr euch sicher fühlt, im langsamen nach vorne gehen, heute mit nur einer Footwork, und zwar ist das wie so oft eine gute, ein bisschen breiter als schulterbreit stehende Basis. Achtet darauf, dass eure Knie immer schön nach außen gedrückt sind. Viele Spieler neigen dazu mit einer schlechten Position. Die Füße gehen nach außen, die Knie gehen nach innen. Ist sehr suboptimal, geht auf die Knie. Ihr habt keine Stabilität, das Between the Legs Dribbling fällt euch schwerer. Deswegen achtet hier auf eine gute Position, sowohl stationär als auch nachher, wenn ihr langsam nach vorne geht. Die erste Combo. Ein Dribbling auf der Stelle, Crossover, between the legs, behind the back. Ihr macht es zuerst ein paar Mal stationär und dann geht ihr sehr langsam nach vorne. Keine großen Schritte, sondern langsam nach vorne und macht die Combo dann nachher in einem bestimmten Rhythmus. Wir hören und gucken uns das erstmal stationär an. Wenn ihr das Ganze stationär gut genug könnt, geübt habt, könnt ihr in die langsame Bewegung gehen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wenn ihr das Ganze umsetzt und langsam nach vorne geht, geht ihr nach vorne bei den beiden Dribblings between the legs, behind the back. Die beiden Dribblings auf der Stelle und vor dem Körper finden immer noch stationär statt. Das heißt, 1, 2, Step, Step. 1, 2, stationär, 3, 4, die kleinen Steps. 1, 2. Es ist natürlich super, wenn ihr die Combo machen könnt und kein einziges Mal runter und auf den Ball guckt. Und natürlich ist es irgendwann auch die Zielform, den Kopf oben zu halten und nicht einmal runter gucken zu müssen. Am Anfang macht euch dann nicht zu viel Stress. Es ist nicht schlimm, wenn ihr die Combo erstmal macht, um Sicherheit zu bekommen und ein bisschen runter guckt. Nachher müsst ihr natürlich dran denken, den Kopf zu heben, aber das kommt auch mit der Zeit. Erstmal Wiederholungen reinbekommen und am Ende könnt ihr natürlich auch jederzeit ein Hütchen hinstellen oder an der Dreierlinie die letzte Combo machen und nach dem Behind the Back einen Move machen, zum Layup gehen, einen Stepback machen, irgendeinen Abschluss suchen, um ein bisschen Abwechslung in euer Combo-Game und euer Training zu bekommen. Am Ende geht es natürlich darum, den wichtigsten Schritt zu machen und den Move oder die Combo in die Spielsituation zu bringen. Das heißt, ihr würdet euch vorstellen, in einer Spielsituation zu sein, kommt den Court runter, habt die Combo hoffentlich hunderte Male geübt, könnt ihr im Schlaf, bam bam, bam bam, schlagt euren Gegner optimalerweise und schließt dann mit Layup, Jumpshot oder so ab. Seid kreativ, einfach ausprobieren. Ihr kommt den Korb runter, seid hier, eins, da ist er. Ihr könnt natürlich noch jede Menge andere Kombos üben. Ich gebe euch jetzt ein paar in die Hand. Schaut einfach zu, zuerst viele Wiederholungen reinkriegen, dann immer mit in die Spielsituation nehmen. Viel Spaß beim Üben. Das war Move Monday. Wir sehen uns nächste Woche.